Hallo EVOT-Therapeuten, hallo Vestibular-Therapeuten, Vestibularärzte. Ich wollte euch heute unser Modell vorstellen für den benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, BPLS. Wir haben ja fast 6 bis 9 Monate dran gearbeitet. Ihr seht hier einmal unseren zweiten Prototypen. Warum zweiter Prototyp? Wir müssten sehr viel anpassen, damit die Schläuche passen, damit es gibt verschiedene Schlauchmodelle, verschiedene Flüssigkeiten. Das war sehr, sehr viel Arbeit und Experimentieren. Und genau, was ihr kennt von unseren Videos, diese Modelle, wir haben sehr viele Nachfragen bekommen, ob wir sie nicht produzieren und verkaufen wollen. Das heißt, hier kann ich dem Patienten und auch für mich als Lernender kann ich die Schritte des Manövers durchgehen oder dem Patienten die Schritte des Manövers erklären, indem ich einfach das Modell in die Position bringe, wo der Kopf ist, um dem Patienten zu erklären, dass genau diese Steine, die die Symptome beim Lagerungsschwindel, beim BPLS machen, dorthin kommen sollen, wo sie hingehören, nämlich in den Utriculus. Ich will jetzt nicht die einzelnen Schritte nochmal durchgehen. In unseren Videos auf YouTube seht ihr die verschiedenen wir haben für die verschiedenen Manöver die verschiedenen Haltungen einmal demonstriert. Ihr seht jetzt noch, das ist unser letzter Prototyp. Warum letzter? Was mir hier gar nicht dran gefiel, ist, dass die Winkel der Bogengänge nicht so war, wie es im echten Leben ist. Und wir haben tatsächlich, das war auch sehr viel Arbeit, auch für die Kollegen, die mit uns zusammengearbeitet haben in der Entwicklung und Produktion, die haben noch ein Standbein mit eingepflegt, damit wir genau den Winkel haben, den wir auch im echten Leben haben. Also das ist anatomisch die 20 bis 30 Grad des horizontalen Bogengangs, die Neigung, die sieht man hier sehr schön. Der hintere und vordere Bogengang jeweils im 45-Grad-Winkel zwischen sagittal und frontaler Ebene. Und so wie es jetzt hier steht, ich nehme das mal jetzt weg, das ist ja das letzte Modell. So wie es hier, das ist das rechte Gleichgewichtsorgan, so liegt es in mir. Und das heißt, wenn ich den Kopf nach rechts drehe, so liegt es in mir. Und das ist das letzte Modell. Es wird in den nächsten Tagen fangen wir an zu produzieren und zu verkaufen. Ihr könnt bestellen auf unserer Website ivet-shop.de. Da vorbestellen, weil wir sehr viel Nachfrage haben und jetzt erstmal die ganzen Modelle produzieren müssen. Zu guter Letzt, die Farbe war vom Entwickler ein Vorschlag, um eine Alternative zu haben, aber wir sind bei dieser grauen Farbe geblieben. Also ihr bekommt dieses Modell, aber in der Farbe, das ist auch nochmal wichtig. Aber ich denke, auf den Produktfotos werdet ihr auch sehen, dass es diese Farbe ist. Aber wie gesagt, das Modell mit dem richtigen Winkel und dem Standbein. Und wir freuen uns auf eure Bestellung. Wir freuen uns, dass ihr dann mit dem Modell euch als Lernende hoffentlich helfen könnt und auch euren Patienten. Und das wäre es von mir und viele Grüße.